Die Idee ist, dass Kolonialzeitlichkeit dort eine Vorstellung von der Beschaffenheit der Zeit, die so funktioniert, dass eben Machtunterschiede als Zeitunterschiede dargestellt werden. Also dass die mächtigen Reichen herrschen, irgendwie fortschrittlich, und die armen, schwachen, unterdrückten und so weiter als rückständig klassifiziert werden. Man kann eigentlich alle historischen Zeitvorstellungen so klassifizieren, dass man schaut, was ist die Struktur der Zeit und was ist die Position, die man glaubt, dass unsere Gesellschaft in dieser Zeit hat. Und bei Kolonialzeitlichkeit ist eben das Interessante, dass man so eine fragmentierte Zeitstruktur hat, in der sozusagen ein Teil der Welt fortschrittlich, ein Teil der Welt rückständig ist. Here is the new Berlin. Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Das neue Berlin. Heute widmen wir uns einem Thema, das breit heiß diskutiert wird derzeit. Bei uns bisher viel zu wenig. Eine Folge hatten wir dazu, Folge 48. Heute setzen wir es fort, das Thema Postkolonialismus. Ist nicht neu, es ist bekannt, die westlichen Sozialwissenschaften und damit natürlich vor allem auch die deutsche Soziologie sind lange ihrem Modell der Modernisierung gefolgt, genauso wie die westlichen Staaten. Später ist in die Soziologie die Modernisierungstheorie reingekommen mit der Idee, ja, wir sind ja eigentlich das Vorbild für die Welt und den Rest der Welt hat man irgendwie danach zu beurteilen, ob er uns entspricht oder nicht oder in welchem Maße mehr er uns entspricht. Die Wirtschaftspolitik sieht so aus, da spricht man dann von Nachzüglern, von Emerging Nations, immer im Blick eigentlich auf den Westen. Und ja, so ist eben auch der soziologische Theorieapparat mit vielen solchen Elementen durchsetzt. Seit den 1980er Jahren gibt es eben diese postkoloniale Debatte, die das nicht nur in der Soziologie, sondern eigentlich in den ganzen Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften thematisiert. Diese ganzen ja, postkolonialen, diese kolonialen Denkfiguren, die da manchmal ganz offensichtlich, inzwischen gar nicht mehr so offensichtlich und vielleicht in den tiefen Strukturen der Theorie stattfinden. Die letzten Jahre ist es auch dann in der Soziologie, in der deutschen Soziologie nochmal gelandet. Es gab in der Soziologie der Zeitschrift der DGS ja eine Reihe von Beiträgen, die sich ja jetzt über Jahre schon immer aufeinander bezogen haben, dieses Thema diskutiert haben. Auf dem Kongress der ÖGS und der DGS gab es auch jetzt nochmal eine Sendung oder ein Streitgespräch mit den Kollegen von Der Streit. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Das wurde leider nicht aufgezeichnet, war jetzt nicht in Podcast-Form. Deswegen ja, sind wir froh, dass wir es heute hier in Podcast-Form machen. Und zwar nicht in der großen Runde, sondern wie wir das gerne so machen, in der kleinen Runde mit Marius Meinhof. Er hat sich an der Debatte in dieser Soziologie beteiligt, eher kritisch gegenüber ja, dem Stand der deutschen soziologischen Theoriedebatte und auch der empirischen Debatte, mit der Forderung, dass es eigentlich eine postkoloniale Soziologie geben sollte. Er ist Leiter des DFG-Projektes Zivilisierte Familien, der Diskurs der kindlichen Treue im Zeitalter des chinesischen Traums in Bielefeld. Und seine Überlegungen zur postkolonialen Soziologie kommen auch aus seiner eigenen Forschung, die er zu Konsum in China angestellt hat in seiner Dissertation, auch den Dissertationspreis der DGS dafür bekommen. Also kennt sich in China gut aus, kennt sich ja mit diesem gegenseitigen Blick auch des Ostens und des Westens aus und ja, kritisiert eben die Soziologie dafür, dass sie doch noch viele von diesen kolonialen Denkformen hat. Jetzt lange Rede, erstmal hallo, grüß dich Marius. Hallo. Ich habe schon gesagt, die Soziologie hat sich die letzten Jahre zumindest in diesem Forum auch sichtbar der Soziologie, also der Zeitschrift Soziologie, mit diesem Thema beschäftigt. Warum hast du gesagt, da muss ich jetzt ja mal so ein bisschen dagegen schießen oder ja dich zu Wort melden? Was ich sagen wollte in diesem Beitrag in der Soziologie, war eigentlich relativ simpel, dass eben Postkolonialismus ein soziologisches Paradigma sein kann oder dass es als soziologisches Paradigma gelesen werden sollte. Das ist vielleicht auch wichtig, möchte ich kurz anmerken, dass ich ja kein jetzt klassischer Denker aus den Postkolonial Studies bin, sondern ich bin jemand, der eben stark aus der Soziologie kommt und jetzt sage, aus der Soziologie heraus gedacht, könnten wir die Soziologie bereichern, indem wir einige dieser Argumente der Postcolonial Studies aufnehmen.
weil da einfach über Themen geredet wird. Das sind eben Kernthemen der Soziologie. Und da wird aber auf eine Weise darüber geredet, die in der Soziologie jetzt nicht so stark vertreten ist. Wenn wir also die klassischen Paradigmen uns anschauen, die ich jetzt auch durchnehmen würde und die praktisch jeder durchnimmt in einer typischen Einführung in die Soziologie. Ne? Das kennt man ja, es fängt bei unterschiedlichen Leuten an, aber es wird sicher eine Sitzung geben, Weber, es wird eine Sitzung geben, Parsons, Luhmann, Bourdieu und so weiter. Und wenn man diesen Kanon an verschiedenen Paradigmen und großen Autoren nebeneinander stellt, dann kann man sagen, dass Postkolonialismus auch über ganz ähnliche Themen redet, aber ein bisschen anders über diese Themen redet und dass dadurch sozusagen die Soziologie bereichert werden kann. Und da ist mein Anliegen gewesen, also nochmal deutlich zu machen, wir können Postkolonialismus, wir könnten das als soziologisches Paradigma lesen und sozusagen in so einer Einführung in die Soziologie auch eine Sitzung neben all den anderen Sitzungen, eine Sitzung Postkolonialismus haben. Ja, und soziologisches Paradigma, das hat ja zwei Aspekte, die habe ich auch beide versucht abzudecken. Erstens ist es Soziologie, das heißt, das ist eben nicht ein Import aus der Literaturwissenschaft oder aus irgendwelchen anderen Fächern, der erstmal an die Soziologie angepasst werden muss, weil es da um völlig andere Themen geht, sondern da geht es eben um Themen wie, was ist die moderne Gesellschaft? Und es geht um Themen wie Exklusion, Ungleichheit, Globalisierung und so weiter, was alles Kernthemen der Soziologie sind seit ihren Anfängen. Das ist also eigentlich ursoziologisch, was da thematisiert wird. Das ist viel näher an der Soziologie als manche anderen Ansätze, die wir heutzutage diskutieren, also an den Ursprungsfragen sozusagen der Soziologie. Und zweitens, das habe ich vielleicht in diesem Soziologieaufsatz noch stärker betont, das ist ein Paradigma. Also das heißt, es ist nicht nur eine empirische Forschung über nicht-westliche Länder oder eine Bindestrich-Soziologie des Kolonialismus, dass man jetzt so sagt, ja, wer über Kolonialismus forscht, sollte mal Chakrabarti lesen. Oder wer über Indien forscht, sollte auch mal Chakrabarti lesen. Aber für die allgemeine Soziologie ist das nebensächlich, sondern dass ich sage, nein, diese Autoren, die haben zwar schon über einzelne nicht-westliche Länder geforscht, hauptsächlich, aber was sie argumentieren, sind Argumente darüber, eben über die Frage, was ist die moderne Gesellschaft? Und deshalb sollte man das sozusagen als Teil der allgemeinen Soziologie wahrnehmen und dann sagen, ja, da haben wir ein Paradigma. Das ist natürlich etwas schwerer, weil es eben nicht einen einzelnen Bezugsautor gibt. Also es gibt nicht einen Luhmann des Postkolonialismus oder einen Weber des Postkolonialismus. Es gibt eben ganz viele verschiedene Autoren. Und dadurch ist es so ein bisschen schwierig, jetzt das genau runterzubrechen darauf, was sind hier die paradigmatischen Kernargumente. Und das habe ich versucht, eben in meinem Aufsatz sozusagen sehr vereinfachend, etwas pauschalisierend gegenüberzustellen, den soziologischen Kanon versus Postkolonialismus, um sozusagen damit zu verdeutlichen, dass das könnte man halt aufnehmen in die Einführung in die allgemeine Soziologie in Sitzung 14 oder wann auch immer. Also kein Umsturz der gesamten Soziologie wird gefordert. Vielleicht eine Frage, bist du da der Erste oder ich finde das interessant, dass sozusagen so ein lang, also wenn du sagst, und das ist ja, läuft ja schon seit Jahrzehnten auch die Debatte und die beschäftigt sich eigentlich mit diesen Kernthemen der Soziologie, warum ist da kein Kontakt? Ist das so beiderseitiges Desinteresse oder ist da die Soziologie besonders? Nicht besonders. Ich habe tatsächlich viel darüber nachgedacht und ich weiß es nicht genau. Eine Vermutung, die ich habe, ist, ich bin ja auch in den China Studies zu Hause und da ist es genauso. Also es gibt ein paar Fächer, in denen Postkolonialismus praktisch nicht debattiert wurde. Das ist also nicht nur die Soziologie. Aber warum genau, das ist schwer zu sagen. Meine Vermutung ist, vielleicht habe ich, also das ist wirklich eine rein spekulative Vermutung, dass dieser Boom oder die zweite Welle, so nennt es Julian Goh, des Postkolonialismus in den 80ern eben auch damit zusammenhing, dass Fächer, die vorher ihre Positionalität kaum reflektiert haben, sehr stark verwoben waren mit Kolonialismus, in der Welle der Dekolonisierung so ein bisschen eine Identitätskrise bekommen haben. Also für die Writing-Culture-Debatte in der Ethnologie passt das eigentlich ganz gut. Und die waren dann sozusagen gezwungen, hier eine ganz fundamentale kritische Selbstreflexion durchzuführen, während die Soziologie da eigentlich sozusagen schon weiter war, in Anführungszeichen, dass sie eigentlich schon viele dieser Themen ein bisschen vorgegriffen hat und diese kritische Selbstreflexion vorgegriffen hat und
natürlich ist jetzt aus unserer Sicht, sagen wir vielleicht, Weber ist sehr eurozentrisch mit seinem europäischen Exzeptionalismus, aber er hat ja nie völlig unambivalent die Moderne glorifiziert. Die ist ja immer ambivalent bei ihm. Und auch die Aufklärung ist immer ambivalent bei Luhmann, bei Adorno, bei all diesen Autoren. Es ist ja immer schon selber ein Hadern irgendwie mit der Moderne. Und vor dem Hintergrund könnte ich mir vorstellen, dass ist rein spekulativ, dass sozusagen die Soziologie nicht so dringend nötig das hatte wie andere Fächer, aber dann eben, weil sie es nicht so dringend nötig hatte, auch diese Chance zur kritischen Selbstreflexion des europäischen Exzeptionalismus, den wir doch immer verfolgen, dass sie diese Chance dann sozusagen verpasst haben. Also das könnte sein. Übrigens möchte ich sagen noch zu der Frage des Umsturzes, weil es gerade angemerkt wurde, genau das ist, da gibt es natürlich unterschiedliche Positionen, aber ich persönlich halte diese Multiparadigmatik, diesen Kanon für ganz toll, weil ich glaube, dass ganz viele Fächer dieses Problem haben, wenn sie Leuten beibringen wollen, es gibt nicht nur diese eine Wahrheit, alles andere ist falsch oder böse. Das ist wirklich sehr schwer, Leuten beizubringen, weil es ja nicht so ist, dass dann alles irgendwie wahr ist. Ja, es ist ja nicht so, dass jeder seine Wahrheit selber erfinden kann. Und diese Möglichkeit, dass wir eine endliche Möglichkeit verschiedener Erklärungen der Gesellschaft haben. Also es gibt halt 10 verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären, aber nicht jeder kann sich individuell seine Realität zusammenbasteln. Diese Kontingenz der Gesellschaftsbeschreibung, ich glaube, das können wir wirklich ganz toll dadurch vermitteln, dass wir eine Einführung haben, in der man sagt, hier haben Sie 14 Sitzungen, in jeder wird die Gesellschaft nochmal ganz anders beschrieben mit anderen Schwerpunktsetzungen. Das heißt aber nicht, dass Sie dann in der Hausarbeit Ihre eigene Version der Wirklichkeit schreiben. Und da findet man so einen Mittelweg zwischen alles ist irgendwie wahr, was ja heutzutage fast schon zum Problem geworden ist in unserer Gesellschaft, und dieser Idee, nur die eine Wahrheit, alles andere ist böse. Diesen Mittelweg kann die Soziologie, glaube ich, besonders gut vermitteln. Also einfach Studierenden im ersten Semester, indem man diese Paradigmen nebeneinander setzt. Und deshalb bin ich da großer Fan von dieser Idee, dass man einen Kanon hat, und den würde ich nicht zerstören wollen. Also ich würde nicht wollen, dass man jetzt nur noch Postkolonialismus durchnimmt, sondern ich würde persönlich wollen, dass man als eines dieser vielen Paradigmen, die man durchnimmt, eben dann auch Postkolonialismus durchnimmt. Aber deine Kritik geht ja schon noch weiter, wenn ich dich richtig verstehe. Also du würdest ja jetzt auch nicht sagen, dass Postkolonialismus als Paradigma neben anderen steht und man, dass einem dann freisteht, ob man da auf diese Werkzeuge auch zugreift, sondern der Postkolonialismus ist ja für dich auch letztlich irgendwie eine kritische Reflexionsstufe nochmal zu den traditionellen Modernisierungstheorien, die man auch in so einer paradigmatischen Einführungsvorlesung haben würde. Also man kann eigentlich heute ja, so verstehe ich dich, nicht mehr Weber lesen, ohne auch noch, dass jemand einem sagt, übrigens, das Ganze passiert in einer Welt, in der auch der Kolonialismus existiert. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie gut Weber im Kolonialismus theoretisieren war, aber also es ist ja nicht nur ein Nebeneinander, oder? Also ich würde es so sehen, wenn man das, mein primäres Ziel wäre eben, dass man erstmal im Studium, also dass sozusagen Leute Soziologie studieren und im Studium routiniert mit diesen Argumenten in Kontakt kommen. Man muss das aushalten können in der Soziologie und auch in der Welt, einfach über die Soziologie hinaus muss ich das aushalten können, dass es eben auch Luhmannianer gibt, die finden Luhmann besser, oder Weberianer, die eben sagen, für uns ist dieses europäische Ethos, das macht total Sinn, dass es einmalig und exzeptionell ist. Aber trotzdem würden sozusagen, aus meiner Sicht, wäre das wirklich schön, wenn alle Leute mal mit diesen Argumenten in Kontakt gekommen sind und die Möglichkeit haben zu sagen, das leuchtet mir sehr stark ein. Und natürlich ist es dann innerhalb des Paradigmas einer postkolonialen Soziologie, das wird ja auch sehr viel gemacht, dass die soziologischen Klassiker nochmal sensibilisiert gelesen werden, weil wir sagen, wir können sozusagen diese Theorien annähern und fragen, was sind eigentlich daran die aus postkolonialer Sicht problematischen Elemente, dass man eben nicht das, was wir jetzt manchmal im öffentlichen Diskurs sehen, man klebt ein Etikett auf Leute, sagt, das war ein Rassist, das war ein Ethnozentrist, das war ein Orientalist und jetzt in die Mülltonne, sondern dass wir sagen können, wir können ja wirklich dann differenziert, wir haben dann ein Instrumentarium, um differenziert zu sagen, woran liegt es
Was ist denn das Problem an der Religionssoziologie von Weber zum Beispiel? Ja, das ist die Einleitung, in der er sozusagen als nicht mehr hinterfragte Vorannahme davon ausgeht, dass Europa so eine einmalige, also einmaliger als alle anderen Kulturen einmalig sind, eine exzeptionelle Position hat, und er listet auf alle möglichen Dinge, die nur Europa entwickelt hat, aber verschweigt, dass es auch ganz viele Dinge gibt, die nur Indien oder nur China und so weiter hatte. Dieser Exzeptionalismus, der schon vor dem Start der Forschung sozusagen als Forschungsfrage, überhaupt die Forschungsfrage informiert, das würde man zum Beispiel dann kritisieren, aus postkolonialer Sicht, aber das heißt nicht, dass ich dann auch Webers Herrschaftstypen automatisch wegwerfe, weil ich sage, das war doch ein Eurozentriker. Für die China-Forschung zum Beispiel glaube ich, dass Webers Herrschaftstypen eben sehr nützlich sind. Um es vielleicht nochmal konkreter zu machen, du hast ja auch vor der Sendung schon angedeutet, dass du eigentlich als Luhmannianer gestartet bist und dann durch deine empirische Forschung davon abgekommen bist und tatsächlich dich eher für dieses postkoloniale Paradigma interessiert hast. Vielleicht kannst du das nochmal kurz auch irgendwie darstellen, was dich da irritiert hat oder wo du da nicht weitergekommen bist. Ja, es war so, dass ich habe sozusagen als Luhmannianer gestartet, und meine erste Monographie ist eigentlich also eine luhmannianische oder systemtheoretische Arbeit, wenn auch unorthodox sicherlich, aber da wird praktisch alles von Luhmann ausgehend behandelt. Und ich habe dann, als ich angefangen habe, mich eben für Forschung in China zu interessieren, gesagt, ich möchte hier jetzt auch, ich möchte über Konsum forschen, weil das erschien mir ein ganz, ganz zentrales Thema. Und das ist für mich immer diese Idee, dass man schon die Forschung, auch die Fragestellungen, die Theorien anpassen soll ein wenig an die Relevanzsetzungen im Feld. Also da erschien mir Konsum sehr, sehr wichtig. Und das, was, also die Systemtheorie hat nicht so viel zu sagen zu Konsum, muss man sagen. Hellmann hat zwar versucht, diesen Blindspot sozusagen zu bearbeiten, hat er toll gemacht, aber zu den Dingen, die sozusagen die Menschen, die ich da erforscht habe, ich habe junge Studierende erforscht, ihren Konsum in China, und denen ging es ganz massiv um die Frage, wie wird man modern und zivilisiert und kultiviert durch Konsum, eine Selbsttransformation. Und da passte dann einfach ganz, ganz toll Dominik Schrages Theorie. Der hat diese Theorie der konsumistischen Subjektivation, wo das Verhältnis zum Selbst und das Verhältnis zur Welt geformt wird durch Konsum und transformiert wird. Und darüber kam ich dann eigentlich Schrage erstmal zu Gouvernementalitätstheorien, Theorien der Subjektivation, Dispositivanalyse. Und das habe ich gelesen. Und dazu gibt es auch ganz viel Forschung in Bezug auf China, weil eben ganz, ganz viele staatlich verordnete Projekte zur Verbesserung der Bevölkerung stattgefunden haben in den letzten Jahrzehnten. Und das wurde intensiv thematisiert. Aber dort ergibt sich wieder zwei Probleme. Erstens, die Gouvernementalitätstheorien müssen dann immer so tun, als ist China neoliberal. Und das passt eigentlich nicht so gut. Das ist auch der Hauptgrund, warum in den China Studies das oft abgelehnt wird, dass dann die Leute sagen, nein, das passt doch gar nicht. Neoliberalismus passt hier überhaupt nicht, wenn die Grundideologie ist, dass die Regierung verhindern muss, dass das Chaos ausbricht, was ausbrechen würde, wenn man nicht alles kontrolliert. Also das ist ja das schiere Gegenteil von der neoliberalen Insistenz, dass die Märkte alles selbstreguliert besser machen als der Staat. Das passt also hier eigentlich nicht so gut. Und zweitens habe ich immer wieder gesehen, dass bei all diesen Theorien etwas fehlt, das in meinem Feld so wichtig war, nämlich dieses Thema der Moderne. Also es ist eine Selbsttransformation, das können die Gouvernementalitätstheorien sehr gut adressieren, aber dass es eine Selbsttransformation ist, geleitet von einer Ideologie, die sagt, unser Land war rückständig, deshalb wurde es kolonisiert, deshalb wurde es besiegt von anderen Mächten, die moderner waren. Und deshalb ist das Schrecklichste, was passieren kann, dass man hinterherhinkt hinter anderen Ländern. Deshalb müssen wir, das ist unsere Lehre der Geschichte, das ist eine ganz starke Ideologie in diesem Feld gewesen. Das haben ganz viele Studierende mir erzählt, mit so einem Stalin-Zitat, die Rückständigen werden geschlagen, das sehr beliebt ist dort in China, oder zumindest in dem Feld, in dem ich geforscht habe. Und sie haben daraus immer wieder diesen Imperativ gezogen, man muss modern sein und auch modern bleiben und ständig sich selbst verbessern, um nicht wieder den Anschluss zu verlieren. Und haben auch immer wieder diese Frage gestellt, wie modern sind wir? Wie viele Jahre brauchen wir noch, um so zu sein wie Deutschland, wurde ich ganz, ganz oft gefragt. Und vor dem Hintergrund habe ich angefangen, nach Theorien zu suchen, die mir erlauben,
ja, Subjektivation, aber eine bestimmte Art von Subjektivation, hinter der so eine Art Angst davor, rückständig zu sein, steckt. Und das kann tatsächlich eben zum Beispiel Chakrabarti wunderbar thematisieren. Chakrabarti mit der Idee, da ist ein hyperreales Europa, dem man unterstellt, es sei modern und mit dem man sich ständig vergleicht. Genau das habe ich in meinem Feld eben bemerkt. Nur dass dann ein hyperrealer Westen war, meistens die USA. Aber genau das war ja nicht so, dass sie realistische Vorstellungen von Deutschland hatten, sondern sie haben sich oft Deutschland als übermodern vorgestellt und vor dem Hintergrund sich verglichen. Und das wollte ich adressieren. Und als ich angefangen habe, das zu adressieren über postkoloniale Theorien, habe ich dann natürlich in Konsequenz auch gefragt, inwieweit hängt es mit Kolonialismus zusammen? Und dadurch habe ich gemerkt, immer mehr, dadurch habe ich historische Arbeiten gelesen und immer mehr gemerkt, tatsächlich diese Debatten darüber, sind wir modern, sind wir rückständig, wie modern, wie können wir moderner werden, als wir jetzt sind? Dieser ganze Developmentalismus, der geht wenigstens seit 1919, eigentlich schon länger. Und geht auf Bewegungen zurück, die eben gefragt haben, wie kann China die ungleichen Verträge überwinden, die 4. Mai-Bewegung und so weiter. Eigentlich schon vorher geht es los. Und das heißt, das ist auch im wörtlichen Sinne postkolonial, in dem Sinne, dass da Debatten stattfinden, die bis hin zu den Worten. Und das Spannende ist, dass das benutzt die Regierung für die Rechtfertigung ihrer oft autoritären Projekte, dass sie sagen, wir müssen autoritär sein, weil es gibt so viele rückständige Menschen, denen darf man nicht das geben, was sie wollen, denen muss man das geben, was gut für sie ist. Das ist ja zutiefst antidemokratisch eigentlich oder unliberal zumindest. Aber es wird auch von Dissidenten benutzt, die dann sagen, ja, wir sind rückständig, weil wir so ein schlechtes politisches System haben. Das heißt, beide Seiten benutzen eigentlich oft diese Diskurse, die wir zurückverfolgen können, mindestens 100 Jahre lang auf diese Frage, warum verlieren wir in Kriegen? Und also darüber habe ich wirklich ganz langsam immer mehr gemerkt, wie interessant das ist. Und ja, aber jetzt möchte ich auch sagen, dass ich wirklich inzwischen nicht mehr so, also das nicht mehr so stark rein auf China beziehen möchte, sondern wirklich sagen möchte, ich möchte auch nicht China-Forschung betreiben, sondern soziologische Forschung über die Frage, was die moderne Gesellschaft, ich glaube, von dieser biografischen oder forschungsbiografischen Werdegang her, bin ich darauf gekommen, dass ich jetzt glaube, dass man wirklich eine gesellschaftstheoretische Fundierung für Subjektivationstheorien aus den postkolonialen Theorien entwickeln kann. Dass wir also dann Kolonialität, Moderne, diese Theorien, vor allem von Aníbal Quijano als gesellschaftstheoretische Grundlage aufbauend, auf der man dann auch koloniale Klassifikationssysteme, die sich in Dispositiven der jetzigen Gesellschaft auswirken, und Subjektivationsregime der jetzigen Gesellschaft formen, ja, dass man auf diese Weise sozusagen eine gesellschaftstheoretische Fundierung erreichen kann, der Gouvernementalitätstheorien. Aber das ist mein Anliegen, sozusagen nicht das Anliegen des Postkolonialismus, sondern zufällig, was mich eben daran interessiert. Vielleicht hilft dir an der Stelle auch nochmal, wenn wir auf deine eigene Forschung eingehen. Du hast da ja an der Forschung, die du in China gemacht hast, oder über China und über den Modernisierungsprozess in China, das Selbstverständnis der Modernisierung da, dieses Konzept der kolonialen Zeitlichkeit entworfen. Vielleicht kannst du einfach dazu ein paar Worte sagen, damit es ein bisschen deutlicher wird, ja, wo aus deiner eigenen Forschung diese Probleme sich generieren. Die Idee ist, dass koloniale Zeitlichkeit dort eine Vorstellung von Zeitlichkeit, also eine Vorstellung von der Beschaffenheit der Zeit, die so funktioniert, dass eben Machtunterschiede als Zeitunterschiede dargestellt werden. Also dass die Mächtigen, Reichen, Herrschenden irgendwie fortschrittlich und die Armen, Schwachen, Unterdrückten und so weiter als rückständig klassifiziert werden. Und das also bedeutet jetzt in meinen Begriffen, wie ich es formuliert habe in der Zeitschrift für Soziologie, dass da sozusagen eine bestimmte Zeitstruktur und Zeitposition zusammenspielen. Weil ich denke, man kann eigentlich alle historischen Zeitvorstellungen so klassifizieren, dass man schaut, was ist die Struktur der Zeit und was ist die Position, die man glaubt, dass unsere Gesellschaft in dieser Zeit hat. Und bei kolonialer Zeitlichkeit ist eben das Interessante, dass man so eine fragmentierte Zeitstruktur hat, in der sozusagen ein Teil der Welt fortschrittlich, ein Teil der Welt rückständig ist und dann
sozusagen Positionen verteilen kann, die dadurch normativ werden, dass man eigentlich sagt, die normative Zeit ist linear. Also die normative Zeit ist linear, sodass die Fortschrittlichen besser sind als die Rückständigen. Aber die tatsächliche Zeit der Gesellschaft, wie man sie beschreibt, ist so, dass man behauptet, diese Leute sind in der Gegenwart und diese Leute sind in der Vergangenheit. Und das heißt dann, in der Vergangenheit sein heißt, schlechter zu sein. Das ist also normativ überzogen. Ich wollte eben diesen Begriff finden, damit er bestimmte Aufgaben erfüllt. Nämlich erstens, damit ich bestimmte Diskurse beschreiben kann, die ich immer wieder gefunden habe, dass eben Leute als rückständig klassifiziert werden und vor allem sich auch selber als rückständig klassifizieren. Das ist der Unterschied jetzt zum Beispiel zu Bourdieus Distinktionskonzept, dass Leute sich selbst als rückständig klassifizieren und daraus ableiten, die Notwendigkeit, sich zu verändern. Das wollte ich eben damit beschreiben. Zweitens, dass ich dann glaube, dass man über diese koloniale Zeitlichkeit auch sehr gut jetzt für China diese Postcolonial Condition erfassen kann, dass man sagt, was ist eigentlich das Postkoloniale, weil es liegt sicherlich nicht daran, dass China schwach und ausgebeutet ist eben, aber es liegt daran, dass weiterhin nach so langer Zeit ständig dieses Problem der Rückständigkeit und der Modernisierung bearbeitet werden von Leuten, auch teils in extrem autoritären Projekten oder sogar auch autoritäre Macht gerechtfertigt wird durch die vermeintliche Rückständigkeit des Landes und durch die Entwicklungserfolge und so weiter. Das ist also ein Konzept, über das sozusagen die Postcolonial Condition erfasst werden kann. Und ich wollte auch vor allem, denke ich, damit so ein sozusagen auch zum Verständnis von modernen Zeitvorstellungen jetzt weit über die China-Forschung hinaus beitragen, weil ich glaube, also das Problem, das wir oft haben, ist, dass Leute davon ausgehen, dass in der modernen Gesellschaft so eine lineare Zeitvorstellung existiert. Haben Sie sicher auch schon mal gelesen, also die Zeitsoziologie ist oft davon ausgegangen, wir haben diese lineare Fortschrittstheorie, auch postkoloniale Theorien zum Teil sagen, es gibt diese lineare Zeitvorstellung, die Fortschrittstheorien, die sind irgendwie falsch, aber eigentlich finde ich, wenn man genauer hinschaut, ist das gar nicht so, sondern es ist eine ganz seltsame, paradoxe Zeitvorstellung, die irgendwie eine Linearität der Zeit postuliert, aber dann eigentlich Aussagen macht, die nur funktionieren, wenn man denkt, dass die Zeit gar nicht linear ist. Also einerseits wird argumentiert, es gibt einen linearen Fortschritt, eine historische Zeit, eine Weltgeschichte, die universale Geschichte der Welt fließt in eine Richtung, Kosellecksche Geschichte. Aber gleichzeitig sagt man ja, dass bestimmte Länder hinterherhinken, andere noch ganz am Anfang stehen und so weiter, klassifiziert verschiedene Orte in verschiedene historische Epochen. Also ist die Zeit ja gar nicht so universal linear gerichtet, sondern ich kann eine Zeitreise machen. So haben es die Ethnologen des 19. Jahrhunderts und auch Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht. Die haben sich vorgestellt, ich kann jetzt über die segmentäre Gesellschaft, wie sie in Europa in Urzeiten waren, forschen, indem ich in so eine Kolonie fahre und dort Stammesgesellschaften untersuche, dann weiß ich auch, wie unsere Vergangenheit war. Ich kann also durch die Zeit reisen eigentlich, was sich völlig beißt mit einem linearen Zeitverständnis. Was zeigt, diese Linearität ist eigentlich dann nur noch normativ, in dem Sinn, dass man sagt, das Fortgeschrittene ist das Bessere, das Rückständige ist das Schlechtere, aber die eigentliche Zeitstruktur, die man unterstellt, ist fragmentiert. Und das verkompliziert eigentlich die Diagnose, welche Zeitvorstellungen wir haben in der modernen Gesellschaft immens. Also vor dem Hintergrund glaube ich, dass das sehr Sinn macht, gerade auch in Abgrenzung von Chakrabarty, der natürlich für mich ganz, ganz zentraler Bezugsautor da ist, aber der das eben als Geschichte beschreibt. Und auch Duara, die nennen dieses Phänomen Geschichte, History with a Big H, also diese Universalgeschichte, aber eigentlich liegt der Knackpunkt darin, gar nicht in dieser Vorstellung einer linearen universalen Geschichte, sondern eben der Knackpunkt liegt darin, dass an diese universale Geschichte rangedockt wird, diese koloniale Zeitlichkeit, die das dann eigentlich wieder paradox ermöglicht, dass man die Zeit fragmentiert.
Und ich habe koloniale Zeitlichkeit das genannt, weil in den Zusammenhängen, in denen ich geforscht habe, zumindest das immer wieder systematisch mit Kolonialismus zusammenhing. Entweder mit der Erklärung von Kolonialismus, dass Intellektuelle gedacht haben, wieso passiert das? Und das dann versucht haben zu erklären mit Rückständigkeit oder auch, wenn es von Europa produziert wurde, mit Rechtfertigung von Kolonialismus. Warum können wir universale Rechte postulieren, aber sie gleichzeitig anderen verwehren? Zumindest in den Zusammenhängen, in denen ich geforscht habe, hing das immer systematisch miteinander zusammen. Deshalb habe ich es koloniale Zeitlichkeit genannt. Jetzt hast du ja schon ein paar Worte dazu gesagt, wo eben der Unterschied ist, wo dieser Ansatz auch kritisch ist. Wo ist er nochmal, um das nochmal auch deutlich zu machen, wo ist er anders als eben Postkolonialismus? Wo ist sozusagen die postkoloniale Soziologie und was ist sozusagen der spezifische Erkenntnisgewinn deines Ansatzes? Ja, ich glaube, dass das wirklich verkompliziert. Und ich glaube auch, deshalb ist für mich auch noch ein Anliegen, dass es auch ein bisschen hoffnungsvoll ist in dem Sinne, dass man sagen kann, wenn das wirklich stimmt und jetzt das sich herausstellen soll, dass es ein sinnvolles Konzept ist, sozusagen, dann hat man natürlich auch ein Konzept, mit dem man fragen kann, wie könnten jetzt Diskurse über Fortschritt und Geschichte dekolonisiert werden, indem man sagt, wir müssen gar nicht das ganze Konzept der Moderne oder des Fortschritts rauswerfen, sondern wir müssten eigentlich die koloniale Zeitlichkeit rausnehmen daraus. Also diese Rechtfertigung von Machtverhältnissen über Rückständigkeit, die müsste raus. Weil ich mein Vorwurf wäre an zum Beispiel postmoderne Leute, die dann die großen Narrative angreifen, dass ich denke, die schütten in gewisser Weise das Kind mit dem Bade aus, weil man sitzt dann in Europa, ist vollkommen zufrieden mit der Gesellschaft, sieht nie Gewalt, hat Wohlfahrtsstaat, ist reich, hat dann noch nie Hunger gehabt und so weiter und sagt dann, ja, Fortschritt ist so ein eurozentrisches Konzept, das ist so schlimm. Aber eigentlich muss ich sagen, also zumindest in meiner Forschung, war es ganz oft Leute, die eben wirklich hoffen, dass die Welt besser wird, also dass die Gesellschaft besser wird für sie, nämlich auch wirklich materiell besser, dass sie mehr Geld haben werden, dass sie einen guten Wohlfahrtsstaat haben werden. Und ich glaube, es gibt auch noch genug andere Orte, an denen ich nicht geforscht habe auf der Welt, wo die Leute auch einfach hoffen, dass mal der Staat das Gewaltmonopol tatsächlich inne hat und dann da so die ganze Idee einer besseren Zukunft sozusagen mit abzulegen, halte ich sozusagen für problematisch. Ich glaube, dass diese Idee an die bessere Zukunft auch sehr viel so emanzipative Projekte mobilisieren konnte. Und wir halt nur zufällig in Europa jetzt eine Zeit lang eine Phase hatten, in der diese Idee nicht so gezogen hat, um kollektive Handlungsfähigkeit zu mobilisieren. Wir gehen hier eher auf die Straße aus Angst. Soltan Simon sagt, aus Angst vor der schlimmsten möglichen Zukunft, also nicht um die beste Gesellschaft zu schaffen, sondern um zu verhindern, dass Klimawandel alles zerstört. Dafür würden wir uns zusammenraufen können. Aber das ist eben in Europa so. Und ich glaube, in anderen Ländern, zum Beispiel in China, ist schon auch das wichtig, diese Utopie, dass die Gesellschaft mal besser wird. Und deshalb glaube ich, mit kolonialer Zeitlichkeit, mit dem Konzept kann man sozusagen analytisch differenzieren, diese Idee eines Fortschritts und diese angedockte Idee der fragmentierten Zeit, die sich dann nutzen lässt, um Machtunterschiede zu legitimieren. Natürlich sind die historisch eigentlich immer zusammen aufgetreten, aber man kann sie halt analytisch differenzieren und dann sagen sozusagen, wir wollen irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie es funktionieren soll, aber wir wollen eines Tages einen Diskurs haben, wir stellen uns vor, dass wir einen Diskurs finden können, der sich eine bessere Zukunft vorstellt, ein Fortschritt hin zu einem besseren Leben, der also Erfahrungsraum und Erwartungshorizont trennt im Kosellek'schen Sinne, aber nicht ermöglicht, die Schwachen als rückständig zu klassifizieren und Macht dadurch zu naturalisieren. Das wäre für mich sozusagen die Chance, die dadurch geboten wird für postkoloniale Kritik durch mein Konzept. Vielleicht kann man da auch noch mal so ein bisschen eingehen, um das so richtig zu verstehen. Also das Argument ist dann quasi, dass der Kolonialismus eigentlich für so ein eine Globalisierungsbewegung quasi ist, natürlich einseitig im Wesentlichen, aber
sich dann eigentlich so verselbstständigt hat, sodass in dieser, also in dem Postkolonialismus dann, das heißt, der eigentliche Kolonialismus ist vorbei, aber diese Denke, dass ich mich immer sozusagen positioniere, im Wesentlichen natürlich auch durch die nationale Brille, das ist ja bei China dann auch offensichtlich, immer im Vergleich, wie stehen wir in der Welt da. Also was ich bei deinen Texten, und das nimmst du ja auch zum Teil auf, eben interessant fand, dass es eben auch keine einseitige Beziehung ist, weil wenn man hier und wir haben im Vorgespräch, Leo meinte dann immer, wenn man in Deutschland rechtfertigen will, warum man jetzt nicht so viel Demokratie machen kann, sondern mal so technokratisch mal durchziehen muss, dann kann man immer sagen, ja, die Chinesen kriegen das doch auch hin. Also gerade, ich glaube, so eine Ingenieursideologie, die quasi auch mit Demokratie nicht so viel am Hut hat, die bezieht sich eigentlich am liebsten immer jetzt auf China. Also das heißt, da hat man dann interessanterweise in Deutschland und ich glaube in anderen westlichen Nationen wird man ähnliche Situation haben. Und in den USA ist ja ganz deutlich, da ist das ja der große Konkurrent, mit dem man sich immer misst. Das heißt, da fühlt man sich jetzt gegenüber China irgendwie klein gemacht. Also es geht nicht um die koloniale Frage nur, die einen Länder haben die anderen ausgebeutet und so. Kann man das so sagen? Ja, also ich sage eben mit Kirano, der mich sehr, also den ich wirklich ganz toll finde, dass eben in im Kolonialismus eben so ein Machtmodell entstanden ist, ein neues Machtmodell. Sicherlich, das sagt er nicht so ganz genau, aber ich denke, es ist sicherlich so gemeint, dass es durch eine Art Try-and-Error-Verfahren, also nicht Kolumbus betritt das Land, zack, da ist ein neues Machtmodell, sondern das hat sich allmählich entwickelt aus dem Versuch, diese Kolonisierungsprozesse zu lösen und zum Beispiel zu rechtfertigen, warum man jetzt einigen Leuten bestimmte Rechte entzieht, dass man sagt, ja, es gibt universale Menschenrechte, aber gleichzeitig, also wie kann Locke für universale Menschenrechte sein, für einen universalen Fortschritt hin zur Freiheit und gleichzeitig pro Sklaverei? Wie schafft er das überhaupt, diese Schere im Kopf für sich kohärent, logisch? Also aus heutiger Sicht ist es eine Ambivalenz, aber aus seiner Sicht ist es ja logisch kohärent. Er versucht, das zusammenzubringen. Da entwickeln sich bestimmte Weltbilder, bestimmte Machtmodelle, die eben auf sozialen Klassifikationsweisen basieren, die sagen, hier nur die Fortschrittlichen verdienen Freiheit oder es gibt unterschiedliche Rassen und so weiter und so weiter. Und dieses Machtmodell entsteht aus dem Kolonialismus, und aber das Interessante ist, dass es dann schon global zirkuliert, und wir können schauen, wie zum Beispiel solche bestimmten sozialen Klassifikationsformen koproduziert werden, wie zum Beispiel diese Vorstellung von modern rückständig eben nicht nur von Europäern produziert wird, sondern man sich da wechselseitig bestätigt, oder in diesen orientalistischen Ideen, dass es dass es eine Andersheit gibt, eine fundamentale, essentielle Andersheit zwischen China und dem Westen. Das wird zwar schon, das ist zwar Orientalismus, der im Westen produziert wurde, aber das finden Sie auch durch chinesische Autoren und Autorinnen ganz häufig. Also es geht, also ich glaube auch, dass das eine verkürzte Lesart ist der postkolonialen Theorien, wenn man sagt, da geht es darum, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Aber was man schon anerkennen muss, ist, dass in dieser kolonialen Machtstruktur weißen Europäern sozusagen eine besondere Status zugewiesen wird, bestimmte Privilegien ihnen zugewiesen werden und so weiter. Und das eigentlich dass es also asymmetrisch ist. Das heißt aber nicht, dass nur die bevorzugt sind, das mitproduzieren. Ja? Das sehe ich auf jeden Fall so. Und ja, diese Verweise auf China, das Interessante ist ja und das Tragische ist ja, dass wir so ein bisschen uns jetzt gefangen haben in der essentialisierenden Konstruktion von China als autoritär, dass man sozusagen jetzt sagt, alles, was erfolgreich ist in China, ist erfolgreich, weil sie, also alles Chinesische ist autoritär, und daraus entwickelt sich ja dann natürlich konsequent die Vorstellung, dass sie auch ihr Erfolg autoritär ist, obwohl viele Dinge, ich glaube, also ich, wie gesagt, ich bin nicht aus den China Studies, aber ich glaube schon, dass da viele auch sagen würden, in vielen Bereichen ist China erfolgreich, nicht unbedingt, weil es autoritär ist, sondern vielleicht auch teilweise, obwohl es autoritär ist. Also diese immense Diversität des Konsums zum Beispiel, die wird ganz stark durch ganz, ganz viele
Grassroots-Unternehmer hervorgebracht, die da ihre kleinen Sachen drehen. Vor dem Hintergrund muss man auch ein bisschen aufpassen, dass wir ständig diese Referenzen produzieren auf China, die aber vielleicht gar nicht so stark, egal ob Bewunderung oder Kritik, gar nicht unbedingt so stark auf einer Analyse der Gesellschaft basieren, sondern eher auf bestimmten Stereotypen, die sich sozusagen um sich selbst drehen. Ich fand das überhaupt sehr faszinierend in den letzten Jahren, dass wir anscheinend, wenn wir ein Land anschauen, das nicht so ganz neoliberale Praktiken benutzt und sehr gutes Wirtschaftswachstum haben, dass es uns leichter fällt zu sagen, aha, Demokratie ist schlecht, als zu sagen, aha, Neoliberalismus klappt vielleicht nicht so gut. Also das ist ja schon, das zeigt auch wieder was über diese technokratischen Vorstellungen, dass warum haben wir da nicht mehr Selbstvertrauen in liberale Demokratie sozusagen? Eine Frage, die bei mir aufgetaucht ist, also ich habe mit ähnlichen Problemen auch zu tun jetzt in meiner Dissertation, bin aber sozusagen historisch eher so im 18., 19. Jahrhundert jetzt viel. Interessanterweise finde ich dort zum Teil ähnliche Debatten, also ich gucke mir da so Design-Geschichte an und dann kommt eigentlich in den, also ganz viel kommt am Anfang von so Wirtschaftsförderungsvereinen, die dann gerade in Deutschland, natürlich in der Konstellation, dass England eben ein paar Jahrzehnte vorher schon die Industrialisierung begonnen hat, dann dort eigentlich immer einleitend gesagt wird, ja, die Franzosen haben ja viel ausgeklügeltere Produkte und die Engländer haben zwar nicht so gute Produkte, aber die haben halt die Massenproduktion richtig raus. Und wo sind jetzt wir Deutsche? Wir müssen jetzt sozusagen finden, was ist das, was wir gut können? Was ist die deutsche Form? Was ist das deutsche Design? Und das kommt eben, zieht sich eben so durchs 19. Jahrhundert und prägt dann eben natürlich die Industrialisierung, die sich dann eben natürlich später, im späteren Laufe des 19. Jahrhunderts dann konsolidiert und dann natürlich abhebt. Was ich mich nur da gefragt habe, ist dann quasi diese, also wo ist sozusagen der Unterschied dann zu einem Orientalismus und wirklich zu dem Modell wir und ihr? Kann man nicht vieles von dem auch einfach als eine nationale Konkurrenz beschreiben? Das heißt einfach ein Nationalismus, der eben genauso gilt zwischen Deutschland und England. Also bei dem, ein Beispiel hatte ich auch noch beim Brexit, hat man ja auch gesehen, wo dann in der Presse kam, solche Geschichten wie, wir haben jetzt gedacht, die Briten haben, das war, weil sie wegen Neoliberalismus und sie wurden irgendwie verarscht von ihren Politikern. Und dann gab es aber Beiträge, nein, die Briten, die waren schon immer, die haben nie richtig zu Europa gehört. Und dann ist man weit in die Geschichte zurückgegangen, hat dann so Beispiele genommen, warum die Briten doch ganz anders sind als wir auf dem Kontinent. Also auch da wieder Rede, aber kann man nicht auch vieles von dem schon innerhalb der europäischen Staatenkonkurrenz sehen, was dann strukturell ähnlich ist? Und wo ist dann aber vielleicht doch eben orientalistische Elemente? Also ich bin ziemlich überzeugt, dass man Othering dort durchaus auch im Nationalismus hat. Ich kann erstmal sagen, was es beim Orientalismus in meiner Lesart, die sozusagen an die Funktionen sich koppelt, da gibt es zumindest zwei Lesarten. Die einen würden das an die Formen koppeln, also sagen, wenn man bestimmte Stereotype benutzt, die schon im Kolonialismus benutzt wurden, dann ist es Orientalismus. Und es gibt eine andere Lesart, die sagt, es gibt bestimmte Funktionen. Wenn die erfüllt werden, können wir von Orientalismus reden. Und da wären die Funktionen, also erstens dieses Othering, das heißt, es gibt so eine Essentialisierung, dass man sagt, es gibt ein Grundprinzip, auf das man herausdistallisieren kann, das sich in allem zeigt in dieser Kultur. Also zum Beispiel, das ist immer kollektivistisch oder das ist alles ein Ausdruck des konfuzianistischen Denkens oder was auch immer. Und dann diese Essentialisierung, basierend auf dieser Essentialisierung gibt es dann eine binäre Kontrastierung, also diese Essenz dieser Leute ist ganz anders als wir und wir verstehen unsere Identität im Kontrast zu denen, also wir verstehen unseren Individualismus als Gegenteil von deren Kollektivismus und so weiter. Und da kann man schon erstmal fragen, ob es bestimmte Eigenschaften gibt, auf die reflexhaft immer rekurriert wird, also wird ein spezifisches Event mit irgendwelchen gemeinen Vorteilen erklärt oder wird oder durchzieht die ganze Berichterstattung über oder ein Riesenteil der Berichterstattung über England ein essentialisierendes Prinzip
des Britishness oder sowas. Und dann hat man diese positionale Überlegenheit. Das ist das Zweite, dass man sagt, wegen dieser Essenz, die ist sozusagen grundlegend unterlegen, egal was die machen, egal was jetzt spezifisch eine Person macht oder was für ein spezifisches Ereignis stattfindet, gibt es eine grundlegende, sozusagen essentielle Überlegenheit. Und dann drittens dieser Ausschluss aus dem Diskurs, also weil das andere anders ist, kann das auch nicht mitreden. Die können nicht wissenschaftlich denken oder was auch immer. Deshalb reden wir über die und die können nicht mitreden. Und diese drei Funktionen, ne, zusammen, das sehe ich so als die wichtigsten Aspekte von Orientalismus. Und das ist dann in Kolonialismus eben oft benutzt worden als eine Ideologie, die eben koloniale Macht rechtfertigt. Said hat es, also ich weiß jetzt wörtlich nicht mehr, wie er es ausgedrückt hat, in etwa, die sind anders als wir und deshalb verdienen sie es, beherrscht zu werden. So in der Art hat er es ausgedrückt. Und da können wir dann eben genealogisch Kontinuitäten sehen, dass wir schauen, inwieweit werden die Stereotype, die diese drei Funktionen erfüllt haben, fortgesetzt oder vielleicht auch transformieren sich in funktionale Äquivalente. Also dass vielleicht nicht genau das Gleiche gesagt wird, aber es wurde ersetzt durch ein funktionales Äquivalent nach dem Ende des Kolonialismus. So, das würde ich erstmal als die Grundprinzipien des Orientalismus nennen. Und im Nationalismus, zweiter Punkt, ich glaube, das hängt ganz eng zusammen. Deshalb, weil zumindest wenn man Laclau-Move benutzt und sagt, dass ja Nationalismus oft darauf basiert, dass man Äquivalenzketten gegenüber einem anderen konstruiert. Also da gibt es irgendwie einen Feind und im Angesichts dieses Feindes sind wir doch alle gleich und gehören zusammen. Damit wird sozusagen diese Einheit der Nation auch konstruiert gegen ein anderes, das außen steht. Und da meine ich natürlich, wenn Sie durch Orientalismus schon eingespielt haben seit 100 Jahren diese Andersheit der anderen, dann können Sie das auch sehr, sehr gut für die Nationenbildung benutzen. Sieht man auch immer wieder bei Nationenbildungen. Also Australien ist vielleicht ein super besonders tolles Beispiel, aber in ganz vielen Fällen, dass eben auch koloniale andere im Prozess der Nationenbildung koloniale andere benutzt wurden, sozusagen als diese Abgrenzung, gegenüber der dann eine Äquivalenz all dieser heterogenen Gruppen der eigenen Nation konstruiert wird. Aber natürlich ganz klar, in Europa, in Deutschland zum Beispiel, ist es ja offensichtlich, dass da nicht nur koloniale andere benutzt wurden, sondern eben auch die Franzosen zum Beispiel, die als Feind konstruiert wurden, gegenüber denen dann die Deutschen sozusagen, die diese verschiedenen Gruppen sich plötzlich als Deutsche konstruieren können, nicht wahr? Insofern glaube ich, dass das schließt sich nicht aus, sondern man kann sagen, inwieweit kann dieser koloniale Orientalismus auch wieder als Ressource für nationalistische Identitätskonstruktion dienen und umgekehrt, das habe ich jetzt noch nie in meiner Forschung behandelt, aber das wäre natürlich auch genauso eine interessante Frage, inwieweit dann nationalistische Diskurse wiederum den Orientalismus transformieren. Aber schließlich vor dem Hintergrund dieser Idee, die wir ja haben oder die ich ganz besonders stark vertrete, einer Zirkulation von Kolonialität, kann es natürlich auch sein, das glaube ich auch, dass man das sehen kann, dass Praktiken und Diskurse, die erstmal entwickelt wurden in Bezug auf kolonisierte Gruppen, dann auch angewendet werden konnten innerhalb Europas. Also auch da, das soll man nicht so sagen, wenn das in Europa angewandt wurde, ist es automatisch ein, also zum Beispiel die Komarovs haben argumentiert, dass Disziplinarmaßnahmen, die in den Kolonien entwickelt wurden, dann auch in Fabriken eingesetzt wurden, um die Arbeiter zu disziplinieren. Da kenne ich mich jetzt persönlich nicht so gut aus, aber zumindest ist es ein Argument typisch für diese Idee einer Zirkulation von diesen Machtmodellen, die eben irgendwo entwickelt wurden, um irgendwelche Probleme zu lösen, aber dann sozusagen als in Anführungszeichen Best Practices auch übernommen wurden. Insofern wäre das auf jeden Fall eine unglaublich spannende Frage, inwieweit man in den Kolonien bestimmte Diskurse eingeübt hat, die man dann auch gegen Leute in Europa einsetzen konnte. Kenne ich mich aber jetzt empirisch nicht so gut aus.
Also ich glaube, Jans Frage bezog sich auch darauf, wie klar wir eigentlich ein nationales Klassifikationsschema von einem kolonialen unterscheiden können, wieso wir eigentlich dem Kolonialismus diese besondere Stellung in unserer Analyse einräumen sollten und wieso nicht zum Beispiel, wie du das ja auch untersuchst, im Umgang mit der Corona-Krise, einfach irgendwie national projiziert wird auf China. China hat dann irgendwie, ist dann irgendwie autoritär oder so oder hat irgendwelche spezifischen, essentialisierten nationalen Eigenschaften. Aber das wäre vielleicht auch der Fall, wenn die, also ich konstruiere jetzt ein Beispiel, wenn das jetzt in Griechenland ausgebrochen wäre, dann wären wahrscheinlich so Nord-Süd-Nationalstereotype mobilisiert worden, um das Ganze irgendwie als eine nationale, nationalen Missstand oder sowas erstmal zu klassifizieren. Also wo ist sozusagen, woraus erklärt sich die Sonderstellung dieser kolonialen Schematisierungsform, dieser Klassifikationsform? Die Idee ist ja sozusagen, wenn wir Nationalismus anschauen, das postkoloniale Argument ist, dass wir oft den Fehler begehen, dass wir diese Form von Nation, Nationalismus, was wir heute haben, zurückprojizieren in das 19., 18. Jahrhundert, wo Leute auch von der Nation gesprochen haben. Aber was da oft unter den Tisch fällt, ist, dass dieses heutige Weltsystem der Nationalstaaten, wie es Mayer nennt, das ist auch ein schöner Begriff bei aller Kritik. Mayer mit alles kommt aus Europa und diffundiert über die Welt, ist natürlich schrecklich aus postkolonialer Sicht, aber deshalb kann man ja trotzdem dieses Konzept benutzen und das benutzen auch viele, das ist ganz schön. Und dieses Weltsystem der Nationalstaaten, das ist eigentlich sehr, sehr jung. Das ist so, wenn Sie die Vereinten Nationen anschauen, was Sie unter Nation verstehen, unter Ihrem ganzen Anliegen verstehen, das ist ständig in Abgrenzung von Kolonialismus. Ja? Für die ist das sozusagen das Gegenteil. Das andere für die ist das Kolonialreich. Und dieses Kolonialreich ist ja ein Reich, das riesige Territorien umfasst und dann intern diese Differenzierungen durch sozusagen benutzt. Und dieser Nationalismus im 19. Jahrhundert, das ist ganz, ganz oft so, oder man kann so sagen, im 19. Jahrhundert sind weite Teile der Welt herrscht von Kolonialreichen, die dann irgendeinen Teil ihres Territoriums als die Nation bezeichnen und dort bestimmte Rechte einräumen den Menschen, die sie dann den Menschen anderswo nicht einräumen, beziehungsweise oft ist es dann rassifiziert, dass die Leute, die sozusagen als die Rasse, die zu der Nation gehört wird, konstruiert werden, dann auch diese Rechte behalten, wenn sie in andere Territorien reisen. Und vor dem Hintergrund hat man da erstmal einen Nationalismus als Differenzierungsschema, auch Staatsbürgerschaft als Differenzierungsschema, dass die einen Teil des Kolonialreiches vom Rest des Kolonialreiches abgrenzt. Und erst später, viel später historisch, wird es tatsächlich zu diesem, was wir jetzt verstehen, die Nation als eine Art Einheit von Staat, Territorium und einer Bevölkerung, die dann als Nation gesehen wird, wo man dann auch sagt, diese territoriale Integrität darf überhaupt nicht verletzt werden. Das ist schrecklich, selbst wenn es irgendeine Insel betrifft, auf der überhaupt niemand lebt und auf der nichts ist. Das muss stabil bleiben. Das ist eigentlich dann eine, dass man die ganze Welt da so klassifiziert und all diese Nationen haben ein Selbstbestimmungsrecht und so weiter, wie es eben die UN sehen. Das ist eigentlich etwas, was die Welt erst seit sehr kurzer Zeit nach dem Ende des Kolonialismus prägt. Also vor dem Hintergrund würden wir sagen, Nationalismus entwickelt sich selber auch als Teil dieser kolonialen Weltordnung erstmal und musste sich erstmal über einen sehr komplexen Prozess davon emanzipieren. Ne? Und deshalb, wenn man jetzt die Moderne beschreiben möchte, würden wir schon sagen, die Nation, also Nationalstaaten, wie sie jetzt heute existieren, so jung sind, dass man die nicht zu einem zentralen Klassifikationsprinzip der Moderne erheben kann, sondern man muss sehen, die längere Zeit sozusagen der Moderne
war eigentlich durch Kolonialismus strukturiert. Und da gibt es zwar auch Nationen, aber das ist wirklich was ganz anderes sozusagen als das, was wir heute haben. Und natürlich ganz klar, wie gesagt, ist das nur etwas, womit ich mich leider nicht gut genug auskenne, kann man natürlich sehen, inwieweit dann Nationalismus, Nationendiskurse sozusagen durch wiederum koloniale Klassifikationsschemata transformiert haben oder auch herausgefordert haben. Ich denke jetzt nur daran, in den USA, wenn dann Gruppen sagen, wir sind auch Amerikaner, sie benutzen Nationalismus, um Inklusion zu fordern, also um eigentlich historisch gewachsene postkoloniale Ungleichheits- und Exklusionsregime herauszufordern. Also es konnte auch Nationalismus gegen Kolonialität gewendet werden. Es konnte aber auch Kolonialität in Nationalismus transformiert werden auf eine neue Weise und so weiter. Vor dem Hintergrund würde ich jetzt nicht das gegeneinander ausspielen, sondern nur sagen, aus unserer Sicht muss man den Nationalismus auch wieder einbetten in diese Genealogie der Kolonialität. Aber das Plädoyer war ja zugleich auch, dass es nicht nur darum gehen kann, eine Bindestrich-Soziologie des Kolonialismus zu betreiben, bei der man sozusagen dann eine spezifische Verflechtung sich anschaut oder mehrere spezifische Verflechtungen oder auch nur vielleicht irgendwelche Einheitsvorstellungen aufzulösen, sondern dass, also so habe ich es zumindest verstanden, dass auch der Kolonialismus eben doch, also es gibt natürlich nicht den Kolonialismus als Gegenstand, das ist mir schon klar, aber doch, dass der Kolonialismus als irgendwie eine Art von ein Prozess innerhalb einer historischen Spanne, der irgendwelche Eigenschaften gemeinsam hat, konstitutiv wichtig ist, um zu verstehen, was die Moderne ist. Auch und die Moderne natürlich auch nicht als reifiziertes Ding verstanden, aber doch irgendwie als etwas, was wir auch jenseits von reiner diskursiver Zuschreibung auch irgendwie adressieren können. So habe ich zumindest deinen Text verstanden. Und dann hat man, glaube ich, dann aber schon irgendwie so ein bisschen das Problem, also oder nicht das Problem, aber dann hat man, ist man zumindest ein bisschen in der Pflicht, doch irgendwie diesen Wörter noch mehr Gehalt zu geben, als nur sie als relationale Diskurspositionen zu verstehen, oder? Ich glaube, dass in meiner Forschung mich spezifisch interessiert, Moderne als, also die realen Auswirkungen davon, dass bestimmte Akteure glauben, dies oder das sei modern. Also was ich mache in meiner Forschung ganz stark ist, dass ich frage, also warum hat sich zu einer bestimmten Zeit zum Beispiel die Idee durchgesetzt, Modernisierung sei Säkularisierung, obgleich, also aus heutiger Sicht würde man sagen, naja, also hat sich jetzt nicht so bewahrheitet, diese Idee. Aber zu irgendeiner Zeit haben das Leute geglaubt und es gibt dann eben, Duara hat das ganz schön herausgearbeitet in Skopina zum Beispiel, dass dann also auch Leute in dem Versuch, ihr Land zu modernisieren, gegen Aberglauben gekämpft haben und damit so verschiedene volksreligiöse Praktiken zerstört haben, weil sie sozusagen glaubten, dass moderne Säkularisierung bedeutet, haben sie Säkularisierung erzwungen und dann hat sie tatsächlich stattgefunden. Ja? Und ist dann, also das ist ein etwas, was mich persönlich interessiert, dass ich sage, wie Vorstellungen davon, dass was Moderne ist, oder insbesondere ist mein Argument, dass es viel, viel konsequenzenreichere, das ist die Vorstellung davon, was rückständig ist. Also dass eigentlich es meistens gar nicht so stark darum ging, das Moderne zu schaffen, weil sich da die Leute doch nicht so einigen konnten, sondern dass sie sich meistens hauptsächlich darauf einigen konnten, was rückständig ist und das muss dann abgeschafft werden. Aber jedenfalls ist das also das ist das, was mich interessiert, aber das heißt ja nicht, dass man dann alles reduziert auf die diskursiven Zuschreibungen, sondern das ist eben mein Spezialgebiet in meiner Forschung. In postkolonialen Theorien würde ich sagen, dass die meisten schon davon ausgehen, dass es eine besondere Struktur gibt oder Gesellschaftsstruktur der Moderne, die aber, also bei Carano ist es Kolonialität, Moderne, die immer gemeinsam zusammen auftreten und er versucht dann schon die Gesellschaft zu beschreiben, also nicht nur
diskursive Zuschreibungen, sondern bei Quijano ist es so, dass da dieses, dass er sagt, aus dem Kolonialismus hat sich ein bestimmtes Machtmodell entwickelt, das dort benutzt wurde. Das nennt er Kolonialität. Das ist ein Machtmodell, das eben systematisch in Bezug auf Kolonialismus entwickelt wurde. Und dann, das basiert eben auf sozialen Klassifikationsmechanismen, die dann zum Beispiel, Quijano schreibt dann besonders über Rassismus. Diese sozialen Klassifikationsmechanismen schreiben sich dann in den sich allmählich entwickelten globalen Kapitalismus ein, sodass es dann sowas gibt wie zum Beispiel Lohnarbeit oder Kapitalbesitz für Weiße und Sklaverei für Schwarze und so weiter. Diese Einschreibung und damit verbundene eurozentrische Wissensordnung und so weiter und so weiter. Und und dann meint er, dass sich da verschiedene Areas, was heißt es, Gebiete oder der herauskristallisieren, in denen dann Kämpfe um Zugangsrechte, Ressourcen und was das dritte, Produkte entwickeln. Und diese Areas sind dann bei ihm, Geschlecht und Reproduktion ist das eine, dann Geschlecht und Reproduktion ist das eine, Produktion ist das andere, kollektive Autorität und Subjektivität. Und das sind dann so Bühnen oder Areas, in denen die Kämpfe um Zugangsrechte, Kontrolle und so weiter stattfinden und die dann wieder über spezifische Institutionen gebündelt werden. Also zum Beispiel Produktion dann über Märkte gebündelt wird. Und er schaut dann, wie dieses Machtmodell der Kolonialität diese Institutionen durchdringt und dann komischerweise überlebt über das Ende des Kolonialismus hinaus. Ja, und er macht das alles an Lateinamerika, weil ihm geht es darum zu fragen, warum das da so weiße Eliten gibt, die überhaupt nicht sich drum scheren, wenn die Mehrheit der Bevölkerung arm bleibt. Also das ist das, was er erklären möchte mit diesem Konzept der Kolonialität. Aber da sieht man schon, dass es also nicht, da geht es nicht nur um diskursive Zuschreibungen, sondern es soziale Klassifikationsmechanismen heißt dann nicht was man einfach so diskutiert in Texten, sondern es geht darum, wie real, also über Gesetze, über was auch immer, sozusagen diese Kategorien geschaffen werden. Und mein Argument ist dann in Anschluss an Quijano, dass ich sage eben, koloniale Klassifikationsmodelle, Orientalismus, Rassismus, koloniale Zeitlichkeit, die Grundlage werden für Dispositive, ja, die werden sozusagen benutzt, um Lösungen zu entwickeln für bestimmte soziale Probleme oder also Leute sehen die Gesellschaft an, sagen, hier gibt es irgendein Problem. Und sie interpretieren dieses Problem durch das Raster dieser kolonialen Klassifikationsmodelle. Und es entwickeln sich dann Dispositive, wie Foucault sagt, Dispositive als Lösungen für Probleme des Regierens. Aber da diese Probleme schon an sich durchdrungen sind von den kolonialen Klassifikationsmodellen, sind die sozusagen grundlegend für die Dispositive. Aber Dispositive sind eben nicht nur Diskurs. Es können eben Dispositive können materialisiert sein in Objekten, in Mauern oder was auch immer, in Praktiken inkorporiert werden und so weiter. Das heißt, wenn wir von sozialen Klassifikationsmodellen reden, meinen wir nicht nur im idealistischen Sinne Ideen, Texte, sondern etwas, das sich real auswirkt in Praktiken. Und vor dem Hintergrund sage ich nur, ich persönlich erforsche eben sehr stark, weil ich das halt mir auch Spaß macht oder ich, dass das einfach mein Spezialgebiet ist, Diskurse, in denen diese Klassifikationsformen sich stabilisieren. Also warum bleiben die stabil? Warum sind die so enttäuschungsresistent? Warum werden sie von Regierung und Dissidenten geteilt? Wie kann das überhaupt zustande kommen? Zum Beispiel solche Dinge interessieren mich sehr stark, aber das wäre ja nur ein Baustein in einem größeren theoretischen Zusammenhang, in dem man eben mehr macht. Und vor dem Hintergrund auch wäre dann, für mich ist das ist so eine Gesellschaftstheorie dadurch interessant, weil ich dann meine Forschung mit der anderer Leute verbinden kann. Also nicht nur auf die Zeitsoziologie-Tagung, die es nicht gibt, gehe, um mit anderen Zeitsoziologen darüber zu diskutieren,
sondern ich kann sozusagen auf den Soziologiekongress gehen und mit anderen Leuten, die was völlig anderes erforschen, über die gemeinsamen theoretischen Anliegen mich austauschen. Und jeder hat so kleine Bausteine, die man zusammensetzen kann. Ich habe ja auch in meiner Arbeit in diesem Shopping in China Arbeit mich damals an Burroughs Extended Case Methode orientiert, womit Burroughs meint, so eine Idee, dass man eine Theorie nimmt, sich dann einen Fall anschaut, der von der Theorie nicht ganz erklärt werden kann, und das dann zum Anlass nimmt, um die Theorie wieder zu modifizieren. Und wenn das ganz viele Leute machen, entwickelt sich die Theorie sozusagen stetig weiter. Die können ihre ganz verschiedenen Forschungen aber dadurch integrieren, dass sie sich alle in konstruktiver Kritik auf die Theorie beziehen, müssen also nicht über das gleiche Sachthema forschen. So stelle ich mir das vor. Und meine eigene Forschung sehe ich dann da eben gerade insbesondere über Diskurse über moderne Rückständigkeit, Tradition und ihre institutionellen Auswirkungen. Jemand anders macht was anderes, kann man alles dann zusammenstecken, indem man gemeinsam sich auf postkoloniale Theorien bezieht. Ich habe deshalb nochmal nachgefragt, weil wenn man das sozusagen auch als historische These versteht und als gesellschaftstheoretisch anreichert und sagt, es gibt einen systematischen, strukturellen Bedingungszusammenhang zwischen Moderne und Kolonialismus, nicht als reifizierte Objekte verstanden natürlich als weiterhin, Prozess. Sondern als Prozesse zum Beispiel, dann ist das ja eine These, über die man auch historisch sozusagen entscheiden kann und über die man auch problematisieren kann. Und ich komme deshalb darauf, weil Lianza und Paul das ja auch machen, weil die halt eben versuchen, so ein Argument zu bringen gegen dein Argument, dass sie sagen, ja, aber letztendlich gab es kolonialähnliche Herrschaftsverhältnisse beispielsweise auch in vormodernen Zeiten oder auch in vorneuzeitlichen Zeiten. Ich habe die Beispiele jetzt leider nicht mehr im Kopf. Also die China war, glaube ich, schon mit dabei. Die hatten auch wohl Kolonien. Er hat auch die südamerikanischen Zivilisationen, also Hochkulturen, wie man sie ja so schön nennt, genannt vor der Kolonialisierung. Das sind dann wahrscheinlich die Azteken und die Maya und so, die auch sozusagen kolonisiert haben. Und es gab dann, glaube ich, auch noch irgendwie so ein binneneuropäisches Argument, dass halt auch bestimmte innereuropäische... Das Römische Reich. Also im Prinzip klassische Imperien dann vielleicht auch so als Gegenbeispiel. Also das wäre ja so ein Argument, das würde sehr stark auf so ein historisches Gegenbeispiel abzielen. Aber offenbar ist das jetzt gar nicht so stark überhaupt in dem Sinne, wie du dieses Vokabular verwenden möchtest? Oder würdest du auch den Autoren dahingehend widersprechen wollen? Oder würdest du sagen... Meine Kritik an dem Ansatz von Ihnen ist, die machen es natürlich dadurch schlau, dass sie nur gesagt haben, man könnte dann überprüfen, ob diese Reiche kolonial sind. Sie sagen nicht ganz genau, die sind kolonial, ja. Aber sie lehnen sich da an diese New Empire Studies, die jetzt sozusagen als Gegenprojekt auch zu Postkolonialismus aufgekommen sind. Mein Punkt wäre zwei Dinge. Das erste ist, dass man natürlich, das ist natürlich, wie gesagt, meistens beim Postkolonialismus um eine Genealogie gegenwärtiger Machtverhältnisse aus dem Kolonialismus geht. Also man schaut sich bestimmte Sachen an, die jetzt, also wenn wir uns anschauen, diese Versuche der Modernisierung und die Zuschreibung von Rückständigkeit und so weiter in China und können das zurückverfolgen bis in die Kolonialzeit, dann können wir sagen, wir haben in der jetzigen Gesellschaft diese Postcolonial Condition, wie sie oft genannt wird, die wir erklären. Und dafür ist das, muss man halt zum Beispiel sagen, dass jetzt das Römische Reich, das wäre schon sehr, sehr schwer, wirklich eine Kontinuität, also dass man jetzt sagen kann, irgendein Ungleichheitsverhältnis bei uns kann man kontinuierlich bis zum Römischen Reich zurückverfolgen. Das wäre schon eine gewagte These, glaube ich. Das haben so ganz früher die Volkskundler ja versucht, dann kommt alles von den Germanen, aber das hat sich eigentlich, das wird heute, werden sie dann von den Volkskundlern gejagt, wenn sie mit sowas kommen, glaube ich. Also vor dem Hintergrund ist das schon mal gar nicht so ein interessantes Thema sozusagen aus postkolonialer Sicht. Aber es gibt noch einen grundlegenderen Kritikpunkt, den ich hätte bei New Empire Studies, aber ganz spezifisch auch bei Paul und Lianza. Erstmal
lehnen sie die etablierte postkoloniale Definition über Kolonialität ab. Also sie sagen, nein, das ist alles Blödsinn, wir brauchen kein Machtmodell der Kolonialität, haben ihren eigenen sehr, sehr formalistische Definition von Kolonialismus als Herrschaft durch eine fremde Gruppe. Und dann zeigen sie, dass diese von ihnen selber erfundene Definition auch noch auf andere Länder, auf andere Reiche zutrifft. Aber um jetzt Postkolonialismus zu kritisieren, müssen sie ja zeigen, dass die postkoloniale Definition von Kolonialität auch auf diese anderen Reiche zutrifft. Und das probieren sie gar nicht erst, weil sie sich gar nicht erst einlassen wollen oder vielleicht sich auch gar nicht so beschäftigt haben, gerade wie sie Quijano abhandeln, weiß ich gar nicht, ob sie so ganz genau wissen, was Kolonialität ist. Also muss ich jetzt mal so hart sagen, weil es wirklich ganz am Rande mal erwähnt wird, dass das zu abstrakt sei. Aber eigentlich versteht man nicht, weil sowas wie ein Machtmodell der Kolonialität wäre ja gerade für deren Forschungsanliegen unglaublich wichtig, dass man erstmal sagt, was macht denn Kolonialität aus? Dann können wir schauen, ob verschiedene nicht-europäische oder vormoderne Reiche auch diese Kolonialität haben. Wenn man wie Quijano das ganz zentral an einen biologisierten Rassismus bindet, dann wird es zum Beispiel sehr, sehr schwer, die Kolonialität in den verschiedenen vormodernen Reichen zu sehen. Also eigentlich müssten sie sozusagen, um das durchhalten zu können, erstmal Postkolonialismus sehr ernst nehmen, sich genau richtig damit beschäftigen, die Kolonialismusdefinitionen dort rezipieren und dann zeigen, dass nach diesen Kolonialismusdefinitionen das auch in was weiß ich, im Aztekenreich oder wo auch immer der Fall war. Und dafür wäre ich persönlich dann offen. Ich meine, wenn man das zeigen kann, dann kann man das zeigen und das ist dann super interessant. Und dann müsste man zeigen, vielleicht gibt es da tatsächlich, dann könnte man damit zeigen, dass Postkolonialismus doch zu historisch denkt, indem es sagt, alles ist historisch einmal passiert. Ja, das ist ja sozusagen das postkoloniale Argument, alles ist einmal passiert, historisch. Und das, was einmal passiert ist, historisch, nämlich dieser globale Kolonialismus prägt unsere Gesellschaft bis heute. Wenn man dann zeigen könnte, nein, es gibt irgendwie eine Gesetzmäßigkeit, dass Herrschaft immer wieder unabhängig voneinander diese Strukturen entwickelt hat, dann könnte man eigentlich das historische Argument herausfordern. Wäre total interessant. Genau, aber man müsste dafür sozusagen erstmal zeigen, dass der Kolonialismus, wie er beschrieben wird, von postkolonialen Theorien da vorhanden ist und nicht die eigene Kolonialismusdefinition erfüllt wird. Das ist ja dann einfach nur ein anderes Projekt, das ist dann einfach eine andere Theorie, die da praktiziert wird, die nicht so viele Berührungspunkte hat. Ich meine, ein Anliegen, das haben wir ja vorhin schon besprochen, ist natürlich auch da, aber das haben wir ja eigentlich schon geklärt, dass es nicht um diese Vereindeutigung auch Europas geht, weil dagegen wehren sie sich ja auch und sagen, viele von den Bedingungen, die man irgendwie in der frühen Neuzeit in Europa hat, die hatte man vergleichbar in vielen Bereichen auch schon mal in China zuvor. Es hat dann, das ist glaube ich dann ihr Hauptargument, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus in dieser Global History Debatten, dass hier dann vor allem, dass man angefangen hat, diese Kohle zu verbrennen und damit nicht mehr aufzuhören bis heute, dass das so ein wichtiges Element ist. Also, dass man auch Europa sozusagen als eine Konstellation beschreiben muss, die dann über die Jahrhunderte später quasi ihre Essenz dann bekommen hat, obwohl das eigentlich ja auch hätte alles anders laufen können. Das ist, glaube ich, da noch so ein Punkt, aber das haben wir ja eigentlich schon thematisiert. Also zum Beispiel, etwas problematisch finde an dieser Kolonialismusdefinition bei Ihnen ist, dass Sie sagen Kolonialismus als Fremdherrschaft, aber dann wiederum sich für Staatenbildung interessieren, wo ich mich frage, wird nicht auch erst im Nationalismus, in der nationalistischen Bewegung genau definiert, wer jetzt fremd ist und wer nicht? Also zum Beispiel kann ich das ganz genau sagen beim Kolonialismus in China, dass am Anfang eben Qing-Beamte nicht unbedingt so eine starke Vorstellung hatten, dass wenn jetzt Ausländer sind, die sich nicht mehr an unsere Gesetze halten müssen, dass das eine Verletzung der nationalen Integrität ist. Das konnten sie erst sich so vorstellen, als sie durch die Nationalbewegungen sich
selbst als eine sich selbst determinierende Nation verstanden haben. Also woran macht, wie definiert man jetzt Fremdherrschaft? Wer ist fremd, wenn man über Konstellationen redet, wo es noch keinen Nationalismus gab, der irgendwie genau sagt, was Ausländer sind und was Inländer sind? Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich denke, diese Definition, die scheint mir irgendwie naiv und so ein bisschen ad hoc. Ist es dann nicht so, dass wir im Nachhinein sagen, das waren Ausländer? Und letztendlich scheint mir das einzige Haltbare an der Definition der zweite Teil, dass sie sagen, die Beherrschten müssen dann als Minderwertigkeit wertig konstruiert sein. Und dann sind wir schon wieder beim Machtmodell der Kolonialität, weil das ist ja im Prinzip, definieren sie dann auch wieder Kolonialismus über ein Machtmodell, aber wollen das irgendwie so ein bisschen verstecken. Das ist für mich doch ein bisschen ja theoretisch naiv, dass ich dann sagen würde, vielleicht könnte man doch erstmal die theoretische Forschung auch ernst nehmen und sagen, aus der theoretischen Forschung heraus haben wir bestimmte Modelle und dann kann man ja durchaus fragen, ob die denn nicht auch anderswo irgendwie funktioniert haben oder ob die nicht doch heterogener wären, dann hätte man ja auch eine produktive Kritik, weil man dann sagen könnte, ja, das ist aber noch heterogener, da muss man noch das und das ergänzen in dieser Theorie, um sie zu vervollständigen. Und was ich auch sehe immer wieder als Problem, das war auch im DGÖ-Kongress jetzt, dass dann doch wieder man zurückfällt in diese Reifizierung Europas, dass man zum Beispiel fragt, was für nicht-westliche Theorien haben denn die Soziologie beeinflusst? Also ist das jetzt gebunden an den Ort, wo das Buch geschrieben wurde? Ist es gebunden an die ethnische Identität? Ist es an was das gebunden? Man kommt immer wieder in so ein Problem, wenn man versucht, da so klare Klassifizierungen einzusetzen, statt einfach mal ohne diese ständige Frage, was ist das Einzigartige an Europa, einfach diese Verflechtungen zu verfolgen. Und das bedeutet ja eben nicht, dass man dann sagt, das Europäische ist alles schlecht, sondern dass man erstmal sagt, die grundlegende Frage ist gar nicht mehr, was ist das Einzigartige Europäische. An einer Stelle in deinem Text schreibst du, glaube ich, aber auch, dass eine postkoloniale Soziologie schon ein zutiefst kritisches Unterfangen in einem bestimmten Sinne ist. Und da frage ich mich jetzt, also wenn es natürlich jetzt nicht darum geht, irgendwie naiv zu sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen, aber wenn es trotzdem irgendwie darum geht, irgendwas aufzudecken, in irgendeinem Sinne von kritisch, eine Asymmetrie oder irgendwas, dann müsste man ja schon sagen, was ist das? Was genau versuchen wir dort zu sehen, was wir vorher nicht gesehen haben? Was versuchen wir zu kritisieren, was vorher unkritisch behandelt wurde? Vielleicht kannst du das dann nochmal im Anschluss daran, dass man das doch also einerseits eben diese Mehrdeutigkeit erhöht, diese Pluralität erhöht und auch diese ganz klare Herrscher-beherrschte Situation so versucht so ein bisschen zu hintergehen. Was ist dann das kritische Unterfangen? Nee, also das habe ich dann vielleicht, also das würde mir jetzt leid tun, wenn ich das schlecht ausgedrückt habe. Also man würde sagen, es gibt nicht dieses ontologische präexistente Europa, aber es gibt natürlich ganz klar Herrschaftsbeziehungen. Und wie gesagt, dieses Europa als Konstrukt, das dann reale Konsequenzen hat, ist dann auch ein Konstrukt, das eben zusammenhängt mit ungleichen Zugängen zu diesen ungleichen Zugängen und ungleichen Ressourcen in diesen Bereichen, in denen die Gesellschaft ausgehandelt wird. Ne? Das heißt, es geht hier ganz klar um Herrschaftsbeziehungen, nur dass man sagen würde, diese Identität Europas ist selbst ein Element in diesen Herrschaftsbeziehungen und nicht das Präexistente, wo man dann fragt, war diese Herrschaftsbeziehung jetzt in Europa oder außerhalb Europas, ja, sondern das ist das Kritische, also insofern ist das ganz eindeutig eine kritische Herangehensweise, eine kritische Theorie. Und zweitens jetzt natürlich auch, es gibt ein starkes poststrukturalistisches Element in der Verstörung der Normalitätsregime, dass man sagt, diese als normal akzeptierten, nicht mehr hinterfragten Kategorien werden hinterfragt. Und schon das ist auch eine Form der Machtkritik,
ja, wie man es bei Gender Studies kennt, nur nicht nur in Bezug auf Gender. Gender ist ja auch eine wichtige Kategorie, die man da thematisieren muss. Und wir thematisieren natürlich gegenwärtige Ungleichheitsexklusionsregime und so weiter über eine Genealogie. Also, dass man sagt, wir schauen uns Sachen an und schauen uns an, wie das historisch sozusagen genealogisch zurückverfolgt werden kann, teilweise auf Kolonialismus. Und das ist auch wieder, ja, im Sinne Foucaults Genealogie als kritische, als Kritik, die auch zeigt, eben, das ist, das hätte auch anders kommen können. Das ist nicht Gott gegeben sozusagen, sondern das könnte man auch abschaffen. Und vor dem Hintergrund, dass es immer auf jeden Fall kritische Soziologie ist. Kommen wir vielleicht zum Schluss noch auf die ganz praktische Ebene. Du bist eingestiegen mit der Forderung, dass man das Curriculum erweitert. Ich denke auch immer, es ist irgendwie schade, dass man irgendwie dazu angehalten wird, so Fremdsprachen zu lernen und sowas, schon auch in der universitären Ausbildung, aber auch in einem Soziologiestudium, aber nie irgendwie dann die Brücke geschlagen wird, zu sagen, ja, wenn du die Sprache schon lernst, dann kannst du dich doch in einer anderen ausländischen Soziologie vielleicht oder in einer anderen Weltregion ein bisschen auskennen. Es gibt, glaube ich, jetzt auch, so viel ich weiß, keine Ausbildungsgänge, wo man quasi als Zweitfach noch in so einem Regionalfach zu Hause ist, sondern man studiert eben Soziologie und vielleicht noch Philosophie oder was auch immer, aber Lateinamerika-Studien oder wie auch immer das dann heißt und Soziologie, sodass man irgendwie sich vielleicht auch Lateinamerika dann besser widmen kann, gibt es, glaube ich, wenig. Das ist so eine Idee, die ich habe, aber da kenne ich mich zu wenig aus. Deswegen die Frage, ich weiß auch nicht, inwiefern du da noch groß recherchiert hast, aber hast du da Ideen, wie man das sozusagen praktisch vielleicht auch diese blinden Flecke, die da die Disziplin hat, vielleicht so lösen kann in Zukunft? Also ich denke, dass das nicht so realistisch, also es gibt zum Beispiel in Würzburg einen Studiengang, der versucht, der sagt, Leute, die zum Beispiel Soziologie studiert haben, im Bachelor, dann im Master sozialwissenschaftliche China-Studien machen, die dann dort eine schnelle Sprachausbildung, also starke Sprachausbildung bekommen, aber eben natürlich dann nicht so ausführlich, wenn man schon im Bachelor das gemacht hat und dazu auch fokussiert zum Beispiel, wie werden qualitative Methoden dann im Kontext Chinas angewandt. Und das das ist zum Beispiel eine Lösung. Eine andere ist, dass es wirklich sozialwissenschaftliche Ausbildung in Regionalstudien gibt. Und was wir natürlich in anderen Ländern haben, in den USA, in England, glaube ich, geht der Trend, vielleicht irre ich mich, ich glaube, der Trend geht ein bisschen in die Richtung, dass die Area Studies sowieso ein bisschen geschwächt werden zugunsten von Forschungszentren. Das heißt, es gibt dann Leute, die in der Soziologie, in der Politikwissenschaft, in der Wirtschaftswissenschaft und so weiter lehren und dort angestellt sind an den Fakultäten, die aber regional Expertise haben und dann sozusagen zusätzlich zu ihrer Lehre, die in den Disziplinen ist, in einem Forschungszentrum gebündelt sind, wo sie sich dann über die Disziplingrenzen hinaus über eine bestimmte Region austauschen. Betrifft dann aber nicht so sehr das Studium. Ja, das sehe ich so als Möglichkeiten, aber sie sind auf jeden Fall eingeschränkt dadurch, dass wir jetzt im Bachelor-Master-System nicht mehr so starke Nebenfächer haben mit großen Sprachanteilen. Und das wird eben das Problem sein. Das in Anführungszeichen Gute ist natürlich, dass sie mit den europäischen Sprachen schon in sehr vielen Teilen der Welt zurechtkommen, was wiederum mit Kolonialismus zusammenhängt. Also wenn sie Spanisch ist, nicht so schwer zu lernen, glaube ich, als Deutsche. Und da kann man schon ziemlich viel machen, zum Beispiel Französisch auch. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen müssen, dass man wie es auch in der Ethnologie immer wieder gemacht wurde, gerade wenn man über Gruppen forschte, wo man die Sprache gar nicht lernen kann. Sie könnten ja wenn Sie über Nachizu-Minderheit in China forschen, können Sie das nirgends lernen in Deutschland, in Ihrer Sprache. Das müssen Sie dann im Feld lernen. Und das wird wahrscheinlich tatsächlich auch darauf, wenn SoziologInnen daran interessiert sind, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man dann tatsächlich ganz viel lange, extensive Feldforschungen einplant, in denen man auch wirklich eine Phase des Sprachenlernens, dass man sagt, zum Beispiel, ich
mache schon im Master einen Sprachkurs, dann fängt meine Doktorarbeit an und ich werde in der Doktorarbeit auch nebenher einen Sprachkurs machen und dann gehe ich ein Jahr ins Feld und verbessere meine Sprachfähigkeit und danach steht man dann zwar bei so einer Sprache wie Chinesisch eher noch vielleicht am Anfang, am fortgeschrittenen Anfang, aber lernt es und man lernt es dann natürlich auch funktional, dass man eben nicht altchinesische Gedichte lesen kann, aber dass man eben über das Thema, über das man forscht, reden kann. Und wird sich dann auch, wenn man auf so einem Niveau die Sprache lernt, darauf einstellen müssen, dass man bei jedem neuen Forschungsthema wieder ein bisschen ein paar neue Vokabeln und so lernen muss. Aber ja, so stelle ich mir das vor, dass das wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird. Das halte ich aber auch für sinnvoll, weil man dadurch sozusagen sicherstellt, dass man wirklich weiterhin in der Soziologie bleibt und nicht anfängt, plötzlich China Studies zu machen. Dann kann man ja Sinologie studieren und sozusagen und auf der Ebene, was ich noch sehe, jetzt jenseits des selber Forschens, also die Forschungsfähigkeit in ethnomethodologischer Sprache, die Unique Adequacy zu erwerben, das ist vor allem erstmal Sprachkompetenz, würde ich sagen, in allen Fällen kommt immer als erstes über die Unique Adequacy hinaus. Ist natürlich Austausch zum Beispiel möglich, was wir in Bielefeld gemacht haben, was die Historiker gemacht haben. Die Angelika Eppler hat das mit Wesleyan University in den USA gemacht, dass sie mit einem Beamer, die haben also ein Seminar gemacht und dann gibt es einen Beamer, der beamt und eine Webcam, die filmt den Seminarraum und dann gibt es den Beamer, der beamt sozusagen dieses Bild. Das heißt, über die Webcam gibt es einen Seminarraum in USA und einen Seminarraum in Deutschland und da sitzen halt Studierende dann so im Halbkreis um die Kamera und diskutieren miteinander. Sowas ist natürlich zum Beispiel ohne großen Geldaufwand, solange alle Englisch können, was sehr, sehr oft gegeben sein wird, möglich. Dadurch erwirbt man natürlich nicht die Fähigkeit, da im Feld zu forschen, aber man hätte zum Beispiel die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und Gastdozierende und so weiter. Auch da haben wir jetzt in Bielefeld zum Beispiel ist das sehr oft, dass Gastdozierende kommen aus verschiedenen Ländern. Da wäre eigentlich aus postkolonialer Sicht nur die Sache, dass man sagen würde, dass man da vielleicht nochmal gezielt schaut, dass sie nicht immer nur aus USA und England sind, sondern natürlich auch aus USA und England, weil da einfach oft die spannendsten Sachen passieren, aber dass man eben auch, oder sehr, sehr spannende Sachen passieren, sondern dass man extra darauf achtet, dass man da auch sozusagen globaler denkt beim Einladen von Gastdozierenden. Das sind alles so, aber die perfekte Lösung wird es nicht geben und die Soziologie wird natürlich immer. Also es wird nie so sein, dass man nach dem Soziologiestudium perfekte Area-Studies-Expertise hat, aber das ist ja auch nicht unbedingt der zentrale Sinn. Ja, ich glaube, man hat auch noch mal gut gemerkt, wie sehr sich das lohnen kann, da in einem außereuropäischen Bereich Firm zu werden, bisschen zu Hause zu werden, sich dort auszukennen, sich dort bewegen zu können, forschungspraktisch, kann, glaube ich, auch natürlich nur den Blick letzten Endes auf den eigenen Kontext, aus dem man kommt, nur objektivieren und verbessern. Das ist ja, glaube ich, eine der wesentlichen Erkenntnissen auch, dass man diese Befremdung, die man ja auch eigentlich immer feiert in der Soziologie, aber die man dann eben auch praktisch durchführen muss. Dann bedanken wir uns nochmal recht herzlich, Marius, dass du da warst. Vielleicht ergibt sich ja auch die Chance, noch die eine oder andere Person aus dieser Debatte in Zukunft hier nochmal reinzuholen. Das ist ja, das kann man ja auch nochmal sagen, das war ja eine Forderung von dir. Das steht ja wirklich erst am Anfang, dass da wirklich Konzepte gefunden werden. Also dann nochmal herzlichen Dank. Wir packen wieder alle Links und alle Aufsätze, die so erwähnt wurden, in unsere Notizen auf der Seite. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Ansonsten verabschieden wir uns. Wie immer der Hinweis, teilt doch gerne die Episode mit allen Leuten, die das interessieren könnte. Es hilft uns sehr weiter. Bewertungen auch auf den Plattformen eurer Wahl helfen uns auch sehr weiter. Und ansonsten dann bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss. Tschüss.